Also, wir sind hier in der Jugendherberge in Stuttgart und hier werden wir als Schülermentoren ausgebildet. Ja, wir sind hier in Heidelberg in der Jugendherberge und wir lernen hier über Kultur oder wie man was organisiert. Ja, und wir werden zu Schülermentoren ausgebildet. Das Kulturstarterprogramm qualifiziert Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren aller Schularten, kulturelle Projekte in ihrer Schule durchzuführen. Das heißt, dass sie entweder Ansprechpartner sind, Ansprechpartnerinnen für andere Schüler, für Kulturprojekte oder eigene Kulturprojekte initiieren und durchführen. Also wir haben gelernt, also was sind Graffitis oder was ist eigentlich Street Art. Verschiedene Street Arts haben wir auch ausprobiert, wie zum Beispiel Land Art. Wir haben Schablonen gemacht. Wir waren im Theater und haben uns da ein Stück angeguckt und heute hatten wir Kommunikationstraining. Come on. Also in dem Kommunikationsworkshop, da lernen wir, wie wir vor den Schülern quasi auftreten, also sicher auftreten und wie wir denen auch unser Projekt rüberbringen können. Die Schülerinnen und Schüler, die uns hier begegnen, sind alle sehr motiviert und engagiert. Sie haben alle unglaublich große Lust, hier kulturelle Projekte zu machen. Sie kommen pünktlich, starten sehr motiviert in die Workshops, machen alle ganz fleißig mit. Ja, wir haben am ersten Tag haben wir so ein Starter-Kit bekommen, damit wir immer einen Überblick haben und immer einen Blick drauf werfen können, wenn wir mal nicht weiter wissen, was angeht, wenn es darum geht. Was für rechtliche Situationen man bei Veranstaltungen beachten muss oder wo man auch überhaupt so Kultur mitbekommt. Wir hatten sehr viele Interessenten, so viele, dass wir gar nicht genug Plätze hatten. Glücklicherweise können wir jetzt noch ein Zusatzseminar anbieten, um der großen Nachfrage nachzukommen. Ich wollte Kulturstarter werden, weil ich einfach finde, es ist was anderes, also die Kultur anders zu erleben. Sonst hört man ja immer so Museen, Theater. Und jetzt möchte ich einfach genau wissen, was ist es jetzt genau? Was macht man im Museum? Wie kann man einfach Kultur an andere Menschen bringen? Ja. Bei uns gibt es eigentlich nicht wirklich viel AGs oder so, also Möglichkeiten, dass man selber als Schüler was zur Kultur oder zur Kunst beitragen kann. Und deswegen hatten wir halt noch die Idee, dass wir selber die Schüler dazu auffordern, dass wir irgendwie neue AGs bilden oder so und eine Schulband oder sowas machen. Dass sich da einfach jeder einbringen kann und dass wir zusammen halt neue Dinge entdecken können. Die Idee für unser Projekt ist, dass Talente von unserer Schule sich eintragen können und dann auf dieser Bühne vorstellen können, was machen wir eigentlich, kann ich gut Gitarre spielen und wir haben vielleicht die Möglichkeit, einen kleinen Star auf unsere Bühne zu bringen. Also die Woche bisher fand ich sehr interessant und spannend gestaltet und auch die Gruppe, die finde ich total nett. Also ich komme mit den Leuten gut klar und das Programm finde ich auch sehr gut. Die Woche hat mir Spaß gemacht, auch die Sachen, die man hier macht, macht auch sehr viel Spaß und man lernt hier neue Leute und Freunde kennen.